Wie man so ein Haarband auch für kurze Haare macht, zeige ich euch heute. Ihr benötigt dazu eine Schiene vom Heirloom Studio, den Haken, eine Nadel, mindestens zwei Perlen, je 15 Lumbands in Türkis und Grün und 30 Lumbands in Pink, sowie eine Schnur. Ich habe hier eine neonfarbene Paracord-Schnur gewählt, ca. 60 cm in Neonfarben oder in Wunschfarbe, und einen Fingerloom. Bis auf die Schnur befindet sich alles im Heirloom-Studio. Ich nehme ein pinkfarbenes Loomband und lege es über Kreuz auf zwei gegenüberliegende Schienen. Dann führe ich den Stift von unten auf einer Seite durch und drehe auf dieser Seite das Loomband noch einmal. Nun hält es schon fest. Das gleiche mache ich aber nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Ich lege es auf die Schiene, verkreuze es und dann noch einmal. So wird nun diese mittlere Schiene von den Loombands festgehalten. Nun folgt ein türkisfarbenes Loomband, das ich über alle Stifte ziehe. Und die türkisfarbenen ziehe ich nun auf allen vier Stiften über den türkisfarbenen, über das türkisfarbene Loomband. Nun folgt wieder Türkis, auch über alle Stifte ziehen. Und dann folgt Grün. Dann folgt wieder Pink. Und nach Pink folgt Türkis. Jedes zweite Loomband ist also ein pinkfarbenes und dazwischen wechselt sich Türkis und Grün ab. Eben war also Türkis, dann folgt Pink und nach Pink folgt dann Grün. Und nach Grün folgt dann wieder Pink und danach dann Türkis. Und so arbeite ich, bis ich alle Loombands auf der Schiene habe. Wenn die Schiene hier immer kürzer wird, schiebe ich sie nach oben, damit die Loombands stets auf der Schiene sitzen. Nun habe ich alle Loombands aufgespannt. Jetzt löse ich den Fingerloom von der Schiene. Dafür nehme ich das erste Band und lege es über die Schiene. Auf der gegenüberliegenden Seite mache ich das gleiche. Dann drehe ich den Fingerloom um 90 Grad. Und nehme auch hier das Loomband und ziehe es über die Schiene und am letzten Stift genauso. Und dann lässt sich der Fingerloom abziehen.
Nun nehme ich den Haken und schiebe ihn von unten durch die Schiene nach oben durch. Dann nehme ich die Kordel, ziehe eine Perle bis zur Hälfte auf, nehme aus dem Haar eine Strähne vielleicht so seitlich fasse nun die Strähne und das Band mit dem Haken und ziehe sowohl das Haar als auch die Schnur durch die Schiene. Und nun schiebe ich die Loombands über der Schiene auf das Haar und die Schnur. Dann verteile ich das Ganze noch gleichmäßig. Oben festhalten. Und nun ziehe ich hier unten noch eine Perle auf. Ich nehme also die Nadel. Ziehe die beiden Schnüre durch, nehme ein oder auch zwei Perlen, je nach Wunsch. Und knote hier die Schnüre so oft, dass die Perlen sich nicht mehr über dem Knoten lösen können. Und dann ist mein Haarschmuck fertig. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns bald wieder. Eure Veronika.